Hallo aus Mexico City, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans. Mexiko seit 2015 wieder im Kalender und es ist einer unserer absoluten Lieblings-Grand Prix. Das ganze Fahrerlager ist im Fieber, man sieht hinter mir viele Sachen aufgebaut. Ich habe schon ein passendes Outfit für die Party heute bekommen. Man feiert 60 Jahre Mexiko Grand Prix. In den 60ern ist man zum ersten Mal hier gefahren, dann in den 80ern wieder. Deswegen ein bisschen Mischmasch aus 60ern und 80ern hier beim Outfit. Es ist ein ganz besonderes Rennen, auch aufgrund der Höhenlage. Über 2200 Meter Mexico City und das macht es natürlich aus technischer Sicht für die Teams extrem spannend. Deutlich weniger Abtrieb aufgrund der dünneren Luft, deswegen sieht man maximalen Flügel überall, obwohl es die Streckencharakteristik ja eigentlich gar nicht so erfordern würde. Und ganz, ganz großes Problem war natürlich auch immer die Kühlung, weil die Turbomotoren sorgen dafür, dass man ähnliche Leistung hat wie auf Meereshöhe, aber man hat eben deutlich weniger Kühlung. Und das ist in diesem Jahr ein ganz besonderes Problem. Budget Cap, man kann sich nicht mehr leisten, einfach wirklich ein Paket speziell für Mexico City zu machen. Und deswegen wird man sehen, dass die Teams alles aufschneiden, was man nur irgendwie aufschneiden kann, ein paar mehr Kiemen reinmachen und bereitet sich somit also auf diesen speziellen Grand Prix des Jahres vor. Gute Neuigkeiten, wenn wir schon bei Feierlichkeiten und der tollen Stimmung hier sind. Der Vertrag wurde heute verlängert. Bis 2025 fährt die Formel 1 in Mexico City. Also noch ein paar Feierjahre und noch ein paar Tacos mehr für uns. Jetzt aber zu den richtig sportlichen Themen hier in Mexico City, denn da haben wir auch einiges zu besprechen an diesem Wochenende. Kühlprobleme hatte ich auch in meinem Outfit gerade, deswegen habe ich mich dem entledigt. Ja, sportliche Nachrichten gab es schon vor diesem Wochenende. Endlich wurde bekannt gegeben, was ja ohnehin schon jeder wusste. Audi und Sauber machen gemeinsame Sache in Zukunft. Sauber wird 2026 zum Audi-Werksteam. Bereits beim Belgien Grand Prix hat Audi ja den Einstieg in die Formel 1 bekannt gegeben. Die Motoren, die werden in Neuburg an der Donau gebaut. Da durften wir auch schon vorbeischauen, haben in der aktuellen Printausgabe eine ganz ausführliche Geschichte dazu gemacht. Wer es noch nicht getan hat, dem lege ich diese aktuelle Printausgabe wärmstens ans Herz. Es war also von Anfang an klar, dass man eigene Motoren baut. Es war auch von Anfang an klar, dass man sich einen Partner sucht, mit dem man das Chassis bauen will. Den hat man jetzt endgültig in Sauber gefunden. Man wollte es bis zum Ende des Jahres bekannt geben. Jetzt konnte man es machen. Eine strategische Partnerschaft, hieß es in der Pressemitteilung. Warum hat man das so kryptisch genannt? Weil der Plan weiterhin ist, dass Audi Anteile an Sauber übernimmt. Das konnte man aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so kommunizieren. Das muss alles noch finalisiert werden. Und dann soll Audi Anteile an Sauber übernehmen. Allerdings nicht 100% vorerst. Gewisse Anteile bleiben auch bei Finn Rausing, der ja aktuell Eigentümer von Sauber ist, seit der Übernahme 2016 von Longbow. Eine interessante Frage ist natürlich, was macht Sauber bis 2026? Man muss ja weiterhin fahren, den Audi-Motor gibt es aber erst ab 26. Auch das ist klar, man wird weiterhin mit dem Antrieb von Ferrari fahren. Also da tut sich nichts auf technischer Seite. Auf Marketingseite hat ja Alfa Romeo schon angekündigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ab 2024 wird es dann nicht mehr Alfa Romeo heißen, sondern höchstwahrscheinlich dann Sauber oder vielleicht doch schon Audi, wer weiß. Jedenfalls steht das jetzt fest. Ganz interessant ist an der Stelle auch, dass Sauber zu Beginn der 90er Jahre in die Formel 1 ja eingestiegen ist. Damals zusammen mit Mercedes, wäre fast zum Mercedes-Werksteam geworden. Dann, wir erinnern uns, Mitte der 2000er wurde Sauber zum BMW-Werksteam und jetzt wird es zum Audi-Werksteam. Also interessante Geschichte, die wir übrigens auch mal in einer älteren Printausgabe mit Peter Sauber besprochen haben. Der hat damals auch gesagt, es ist keine gute Sache, wenn ein großer Konzern ein Formel 1-Team führt. Also da bin ich mal gespannt, wie diese Partnerschaft Früchte tragen wird, ob das so funktioniert, wie man sich das auf Audi-Seiten vorstellt. Aber man hat ja noch ein bisschen Zeit, das alles vorzubereiten. Großes Thema hier in Mexico City ist natürlich auch noch das, was ganz am Ende in Austin passiert ist, nämlich die Strafe für Fernando Alonso. Alpine hat ja einen Protest gegen den Protest eingelegt und das entscheidet sich heute, ob diesem Protest gegen den Protest stattgegeben wird. 18 Uhr ist Anhörung, aber es ist eine Zoom-Anhörung, denn die Stewards, die hier im Einsatz sind, sind nicht die Stewards, die in Austin im Einsatz waren. Die Austin-Stewards müssen sich diese Sache aber nochmal anschauen. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ist ein ganz heikles politisches Thema auch für die Formel 1. Einerseits, die Technikabteilung rund um Joe Bauer hat ja nach dem Rennen das Auto von Fernando Alonso eigentlich für legal erklärt, durch die technische Abnahme durchgekommen, durch das Scrutineering nach dem Rennen. Gleichzeitig hieß es, die Rennleitung hat was versäumt, weil die Fernando Alonso schon im Rennen an die Box hätte holen sollen. Also das ist ein ganz heikles Thema und ich bin mal gespannt, wie da weiter verfahren wird. Zunächst einmal gibt es die Anhörung, ob dem Protest gegen den Protest stattgegeben werden soll. Wenn dem stattgegeben wird, dann schaut man sich die Sache nochmal von vorne an. Also
Politisches Thema auf der einen Seite, politisches Thema auch auf der anderen Seite. Budget Cap, die Geschichte verfolgt uns ja schon seit einigen Wochen inzwischen. Und da soll es tatsächlich am Freitag endlich die Verkündung der FIA geben. So hören wir es bereits. Und auch die möglichen Strafen sickern schon durch. Wir hören von einer hohen Geldstrafe für Red Bull Racing und einem Abzug an Windkanalzeit für die kommende Saison. Also das ist schon so ein bisschen durchgesickert. Morgen soll das Ganze, morgen Mexiko-Zeit muss man dazu sagen, also später Nachmittag in Deutschland, soll das Ganze dann offiziell werden. Dann kriegen wir auch mehrere Details, was genau bei Red Bull die Sache war. Es könnte auch noch eine Pressekonferenz geben, eine spezielle von Christian Horner zu diesem Thema. Auch bei Aston Martin soll sich etwas tun. Da hören wir, es gibt nur eine Geldstrafe für diesen Procedural Breach. Auch da sollen wir nähere Details morgen erhalten. Also, ihr seht schon, viele spannende Themen hier in Mexico City, nicht nur auf der Strecke, sondern mal wieder viel Politik. Wenn ihr da keine Neuigkeiten verpassen wollt, unbedingt die kostenlose App von motorsportmagazin.com runterladen, kostenlos für Android und iOS. Dann könnt ihr da Push-Mitteilungen einstellen und sobald sich da irgendwas tut, kriegt ihr die Nachricht auf euer Handy geschickt.